wollte eigentlich zum Vorgehen, erstmal Geld holen und dann mal gucken, was der Tag noch zu bieten hat. Ansonsten, ja, gestern bin ich den ganzen Tag rumgelaufen, habe Gaskartuschen gesucht, aber scheint es hier nicht zu gehen. Zwei Blasen an der Füße habe ich jetzt, das ist alles. Ja, ansonsten, morgen geht es weiter. Für morgen habe ich ein Ticket für ein Boot nach Manaus. 6 Nächte, 5 Tage. Soll das angeblich gehen, aber verlassen würde ich mich da doch nicht. Könnte auch ein bisschen länger werden. Ja, ansonsten 30 Grad auf die Birne. Und das Bier ist kalt. Was will man mehr? So, jetzt bin ich auf Höhe Markt Vero Peso. Das ist so hier, der Markt hier steppt 7 Tage die Woche der Bär. Und hier fahren auch so kleinere Boote in die Umgebung ab. Mein Boot muss irgendwo von da hinten fahren, also 1,5 Kilometer weiter. Da brauche ich auch erst morgen Nachmittag um 15 Uhr auftauchen, das Ding legt erst um 19 Uhr ab. Noch keinen Kopf machen. Cool, dann buchen wir weiter. Gucken wir mal den weiteren Spaß hier an. Und wir vielleicht noch das Vor aufsuchen. Das alte Hafengebäude. Das Ding ist komplett aus Stahl gebaut. Also kein Stück da innen wahrscheinlich mit Beton, aber das Außengerüst ist alles aus Stahl. Ist aber nicht von Gustav Eiffel. Nicht von anderen Kasper gebaut. So, jetzt gehe ich mal weiter nach da hinten, wo das alte Vor irgendwo sein soll. So, wir im alten Hafen. Hier liegen die Fischerboote rum, die den Fischmarkt beliefern. Bin ich ein bisschen streng, aber ansonsten geht's. Ziemlich komische Möwen haben sie, sind ein bisschen groß. Jetzt bin ich im Vor, nicht besonders groß. Viel zu sehen gibt es ja auch nicht, außer ein paar Kanonen. Aber Schatten gibt es. Die Beschreibung wie immer alle in Portugiesisch. Dem bin ich ja nicht so mächtig. Habe mich noch nicht mit beschäftigt. So, jetzt mal ein Blick vom Vor, runter auf die Stadt. Oder auf den Hafen besser gesagt. Vorne das Hafengebäude, beziehungsweise Fischmarkt ist es eigentlich. Dahinter der Markt Vero Peso. Rechts geht es dann in die Stadt hoch. In den Gassen, da hat es noch einen riesen Markt drin. Kann man auch mal durch. Gibt es alles, was man braucht und nicht braucht. Jo. Jetzt werden wir wieder los, Geld holen. Das ist hier auch mal ziemlich spaßig, weil die meisten Banken nichts rausrücken. Bradesco hat dann endlich mal was rausgerückt. Santander Bank sollte hier sein. Gibt es anscheinend nicht mehr. Habe ich nicht gefunden. Die anderen Banken schmeißen eine Karte einfach wieder raus. Man kann ja schon froh sein, dass sie sie nicht behalten. Ist ein bisschen ein komisches System hier. Aber die Anreise war auch ein bisschen holprig. Mit einem medizinischen Notfall an Bord, auf dem Flug nach Lissabon, Zwischenstopp in Toulouse. Dann Lissabon, von Lissabon nach Belém, der hatte auch schön Verspätung. Ja, auf dem Flughafen gepennt, war eh dann mitten in der Nacht um 2, als ich mein Fahrrad endlich zusammengebaut hatte, meine Klamotten sortiert hatte und dann morgens um 7 in die Stadt hier gefahren und erstmal durch die Stadt geradelt und Geld gesucht. Ein paar Reais hatte ich noch, aber es war doch schon recht lustig. Ja, und dann noch geguckt, dass ich ein Schiff kriege,
Aber an dem Dock, am Dock 9, da fährt bloß eine Linie nach Manaus. Das war Erdtransporte. Nicht ganz so billig, aber haben die besten Schiffe eigentlich. Und gut, jetzt habe ich 300 Reais bezahlt. Das sind so, ja, 80 Euro. Nicht mal 80 Euro. Ist aber Essen nicht dabei. Aber Essen kostet immer so zwischen 1,50 ein Frühstück, also 1,50 Euro, und 2-3 Euro Mittagessen. Naja, werde ich mich mal auf der Jagd nach einer Bradesco-Bank machen, mal ein bisschen Kies zu holen. So, Fahrrad ist fertig geparkt. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zum Hafen. Da noch ein paar Bier trinken. Da ist mir das um 12 oder so. Und noch viel Zeit. So, das ist meine Dschunke. Hängemattenplatz haben wir schon gesichert. Fahrrad ist verstaut. Eine Bar haben sie auch an Bord. Die ist oben. Aber erstmal habe ich noch 20 Bier, habe ich noch. Das ist erstmal heute Abend reichen. Und dann sind wir weiter. Das war erstmal noch ein Trip hier raus. Ich hatte eigentlich gedacht, das Ding fährt am Hafen in der Stadt ab. Und dann sagt er zu mir, nee, ich muss hier noch 4 Kilometer rausfahren. Und das ist hier in der Ecke, hier geht normalerweise keine freiwillig hin. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber naja, bin hier. Und das Ding hat nicht mal ein offenes Deck für die Hängematten, das ist auch noch klimatisiert. Ich hoffe, die drehen das Ding nachher nicht auf bis zum Getno. Ich habe meine Hängematte irgendwo in die Mitte reingeknallt, weil die Klimaanlagen sind bloß außen. Und dann frierst du da wieder. Dann kriegst du wieder sämtliche Krankheiten. Naja, ich muss mal ein Bier trinken jetzt. Hält ja kein Schwein aus hier. Was macht man den ganzen Tag auf so einem Schiff? Erstmal Amazonas gucken. Das ist auch ziemlich anstrengend. Und ja, dann kommt mal so irgendwann mal vielleicht ein Hafen. Da liegt das Ding an, das ist immer ganz interessant. Guckt mal ein bisschen rum, mal ein bisschen raus. Kommen auch Verkäufer an Bord, kann man was zu futtern kaufen. Ja, und dann ist wieder Amazonas gucken. Bisschen links, bisschen rechts. Es geht so den ganzen Tag. Zwischendurch muss man sich mal ausruhen. Dann legt man sich mal ganz entspannt in die Hängematte. Das Ding war auch gepackt voll. Also die hingen da teilweise schon übereinander. Ja. Und irgendwie kommt dann mal wieder ein Hafen zur Abwechslung. Man guckt mal ein bisschen raus. So, hier wird verkauft und gekauft. Das ist immer ganz entspannt. Jo, dann ist wieder Amazonas gucken. Das macht man ausgiebig. So ein bisschen dann mal aufs Oberdeck, ein Bier vertilgen. Und irgendwann gibt's dann was zu essen. Das sieht dann so aus. Es gibt hier Walessen, entweder man isst oder man isst nicht. Also es hat nicht sonderlich gut geschmeckt. So, dann ist wieder Amazonas gucken. Es wird langsam Abend. Das kann man auch vom Oberdeck aus machen und sich noch gepflegten Papier reinhauen. Oder man legt sich gepflegt in die Hängematte und vertilgt da noch ein Bierchen. Das funktioniert ganz gut eigentlich. So.
So läuft es hier auf dem Schiff. Das sind übrigens die sanitären Einrichtungen. Also das sind die Duschen. Ein bisschen abgefrackt, aber sauber. Und es wird auch immer sauber gemacht. Und hier hängt sogar in den Toiletten Toilettenpapier. Das kann man ja gar nicht glauben. Jetzt sehen wir die Toiletten. Da die Waschbecken. Ging rein. So. Ja, und so tuckert der Kahn. Das ist jetzt ein Lastkahn. Das ist die rollende Landstraße von Brasilien. Die schwimmende Landstraße. Ist ja eigentlich. Ja, und so tuckert man vor sich hin. Bis man da ist, wo man hin will. In dem Fall war das Manaus. Das hatte ich auch nach 5 Tagen geschafft. Das ist das Teatro Amazonas. Das ist das Einzige, für was Manaus bekannt ist. Ja gut, ihr verrottet das WM-Stadion noch. Das gucke ich mir vielleicht morgen noch an. Rundherum sieht es ja schon nicht mehr so schick aus. Ich meine, das geht hier noch. So ein schöner Platz. Kann man rumhocken. Ja, jetzt treibe ich mich noch ein paar Tage hier rum. Und dann geht's weiter nach Tabatinga. Da habe ich heute Morgen schon das Ticket für gekauft. 90 Euro, ganz gut. Inklusive Essen. Kann man belegen. So, jetzt bin ich an der Amazonas Arena. Kommt man leider nicht dichter ran. Ist alles dicht hier. Muss nicht rein. Aber naja, gut. Waren 5 Kilometer mit dem Fahrrad hier raus. Auch nicht gerade lustig bei dem Verkehr. Ich glaube, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück in die Stadt und gehe mal ein Bier trinken.